So, wir sind da und bauen uns dann jetzt einen Kontor auf die letzte Insel tatsächlich, die es noch gibt. In diesem Sinne, herzlich willkommen, Leute, zu einer weiteren Runde Anno 1404 inklusive Venedig-Add-on. Das ist gar nicht so ein schwieriges Wort. Warum ich das immer verkacke, keine Ahnung. Wir gucken mal, wann wir das letzte Mal gespielt haben. Das war am 2. Januar, immerhin schon mal dieses Jahr. 23.52 Uhr, genau, da mussten wir ein bisschen kürzer wegen Junior und so. Oh, was ist das für ein geiles Bild. Krieg. Segel setzen. So. Oha, was ist hier los? Voll. Schiff fertiggestellt. Voll, also eine Produktion kommt zum Erliegen. Sprich, ich bin Max bei Booten. Wie habe ich denn das hingekriegt? Besser, ihr belastet euch nicht mit dem Wissen um den Auftrag dieses Schiffs. Und du hast Boote an Bord. Das heißt für mich, du hast auch Boote an Bord. Wir sind hier auch voll. Okay, dafür ist es meine... Was habe ich hier? Rinder. Einer ihrer Betriebe stellt keine Waren mehr her. Ich habe, glaube ich, am Ende des Streams noch eine Mission erfüllt. Was mit den Rindern? Was wir dafür reinpacken, das ist ein bisschen Holz. Denn... Also das, was halt geht. Denn ich möchte... Es hat ja auch Kriegsschiffe, Marco Polo, mitkommen. Also meine Kriegsflotte, jetzt ist sie mal fertig, denn ich muss noch gucken, dass die letzte Insel besetzt. Bin ich gerade nicht in der Mission, dann machen wir das jetzt mal eben. Schippen wir mal hier hin. Und da ist schon wieder so ein Fuck-Pirat unterwegs. So, da kommen Bücher. Braucht ihr die? Leert sich. Ich hatte aber was anderes angestoßen, meine ich. Ich hatte angestoßen, das war auch so das Problem. Eine Produktion, ne? Kommt zum Erliegen. Geld geht auch runter. Bärenhöhle, das hatte ich schon gebaut. Salam alaikum. Danke, Großvisier, fürs Handeln. Ich produziere Pelze. Und für was produziere ich die Pelze? Ich habe hier... Genau. Kirschnerei gebaut, okay. Aber nicht genug Salz, weil die Köder sitzen auch nicht so geil, ne? Ich meine, der sitzt... Gibt's hier eigentlich... Könnte ich hier eine Kohlemine bauen auf der Insel? Das wäre ja mittlerweile möglich. Ich muss vorausgesetzt, sie gibt's. Eisen... Nö. Okay, da müssen wir noch ein bisschen so arbeiten. Das ist jetzt hier auch nicht super effektiv, aber das bisschen, den bisschen Platz hier, den können wir eigentlich auch noch nutzen. So. Und die sind auch weit weg von super effektiv. Denn euch hier oben fehlt vor allem... Na, da braucht man noch einen. Schade, dass man nicht vorab sieht, ob die da eine gute Position haben. Mal so. Das sollte auf jeden Fall für 100% reichen. So, wir sind da und bauen uns dann jetzt einen Kontor auf die letzte Insel tatsächlich, die es noch gibt. Die habe ich jetzt genommen, weil hier gibt es Bienen. Das gibt es nirgendwo anders, auch wenn ich das noch nicht brauche. Aber man kann ja gut mal, man kann ja auch gerne mal ein bisschen in die Zukunft planen. So, dann setzen wir, machen wir sie noch voll. Und setzen so und...
So. Was täte ich nur ohne dich? Dann kann hier auch nicht mehr viel passieren. Packen wir noch das Werkzeug und das Holz rein. Wir werden es irgendwann brauchen und dann fahren wir mal, gehen wir mal ein bisschen Piraten jagen. Hallo Schösten, hallo Hasi. Mensch, der Robin ist heute gar nicht da. Was ist da los? Ich weiß, es steht mir nicht zu. Doch wer sonst kann mir hierbei helfen? Ihr seid wahrlich ein guter Mensch. Was ist denn hier das Problem? Lasst mich euch ein wenig unter die Arme greifen. Ach, hier war der Auftrag. Okay. Wo ist die Eskorte? Ohne eure Hilfe werden wir es nicht schaffen. Ohne eure Hilfe werden wir es nicht schaffen. Wäre es nicht wichtig? Ja, dann auf. Ihr seid jetzt nicht so weit weg. Okay. Das mal zu oben, beziehungsweise ich muss echt gucken, dass ich mein Geld in den Griff kriege. Was hatte ich hier getan? Auf einer Handelsroute werden keine Waren befördert. Kein Komfort. Wundert es euch, dass kein Adliger mehr hierher zieht? Ja, okay, Rip. Pelzmäntel, das haben wir nicht hingebracht. Okay. Und auch hier fehlt Salz. Ich denke, das ist auch das Problem, ne? Eines ihrer Schiffe wird von Korsaren überfallen. Lo, vielen Dank. Verschwinde. Ihr werdet wieder von mir hören. Warum bist du nicht losgefahren? Ihr seid erstaunlich. Ich weiß, es steht mir nicht zu. Doch wer sonst kann mir hierbei helfen? Ja, komm, fahr schon mal los. Wenn es gut läuft, ja, ich bin euch also dankbar. Wenn du mir hier meine Mäntel versenkst, Alter. Dies Schiff. Ich kann mal echt größere Schiffe bauen. Müsste ich nicht langsam mal irgendwie. Das kommt hier dann wahrscheinlich dazu, ne? Besserer Hafen. Aber auch wieder gut Geld. Alles, was über ist, sollten wir eigentlich handeln, ne? Also bei diesen super Luxusgütern immer so ein bisschen Schiss. Hier ist alles voll mit Kohle tatsächlich. Wahnsinn. Wir könnten hier auch ein bisschen Kohle hochbringen. Jetzt laufen sie wieder auf 100%, die zwei. Aber reicht mir das? Wie schaut's denn? Nee, Salz selber habe ich auch nicht gut. Wo meine Schiffe abgeblieben sind. Den erwischt ihr nicht mehr, dann dreht bei. Und helft jetzt dem. Hier auch ein Verteidigungsturm schon stehen? Nein, können wir einen bauen? Du musst mir unbedingt aus der Patsche helfen. Was willst du? Erreichen Sie Bündnis mit allen Spielern. Ja, gut. Diplomatie. Hier. Haben wir nicht eh schon? Gott mit euch. Tributform. Beleidigen? Handelsvertrag, wie kann ich?
Möchtet ihr nicht in den Konvent eintreten? Ich überlege es mir. Sie lehnt das ab. Ja gut. Dann stirbst du als erstes. Ein bisschen negativ in der Bilanz. Ja, die Bilanz wird überbewertet. Welches Bauvorhaben plant ihr? Das wohl gehen wird, nur dann reißen wir sie notfalls ab. Schnappt ihn euch. Gott hält die Hand schützend über euch. Was, sie gibt zu, ein wenig mächtig zu sein. Hallo, ihr müsst doch schießen. Was ist das da jetzt hier vor allem? Was ist der da jetzt? Gilt das eigentlich schon als große Flotte? Also in 1800 nicht, ne? Das habe ich schon gelernt. Okay, du kommst klar. Das hier ist nicht so gut. So, das sollte doch gereicht haben. Also dann immer zurück. Hier wären sogar Kohleminen möglich. Hier übrigens auch. Aber hier brauchen wir sie ja gar nicht. Beziehungsweise ich baue eine. Och, ich baue mal eine. Kohle haben wir gerade. So, das heißt, ihr schürft hier auch für mich. Und dann gehen wir jetzt in die Routenplanung und gucken mal. Hier, ihr holt ja von der einen Insel das da und ihr könnt ja dann... Nee, ist nicht gut. Wir haben aber noch eine zweite auf der Insel. Welche ist das? Die Bücherinsel. Nee, ist auch nicht richtig. Da muss noch eine sein. Ach so, hier. Handelsroute 8, genau. Ihr holt Salz. Das heißt, ihr ladet dann in Wolfshafen? Ist meine Stadt echt Wolfshafen? Nee, Goldfurt heißt sie. Ihr ladet hier. Kohle. Hier ab, weil das was hier fehlt, ne? Ja, mal, das ist auch falsch. Wir brauchen Kohle. Nee, ist Bullshit. Bullshit. Weg.
Auch falsch. Laden. So. Ihre Eskorte war erfolgreich. Ist jetzt nicht dein Ernst? Soll ich jetzt da runterdüsen? Es ist nur ein Können wir für den Hafen noch irgendwas Cooles bauen? Statt Fundament? Was? Sowas gibt's auch in 1404? Geben ist seliger denn nehmen. Großes Lager. Halt ins Wasser. Speicher statt Fundament. Oh Gott, ich brauche mehr Geld. So, aber euch müsste doch jetzt hier langsam besser gehen. Verdammte Pelzmäntel. Was fehlt mir für die Pelzmäntel? Ich hatte nur Geld für den Pelzjäger, ne? Und... Scheiße, die Kirschnerei hab ich nicht. Kirschnerei? Kirsch? Kirschnerei. Doch, klar hab ich die. Hier. Produziert mit 8%, 10%. Warum so wenig? Wir würden hier noch eine hinkriegen. Ich muss hier eh nochmal ein Lager bauen. Weil ich ja lustigerweise hier keine Mine hinsetzen kann. Was auch komplett GG eigentlich ist. Mach mal hier. Dann halt so. Und jetzt kann ich sie trotzdem nicht bauen, weil mir die Ressourcen fehlen werden. Ne? Wo ist mein Flaggschiff? Wie läuft's denn bei euch? 100%, immerhin. Du bist aber total voll mit Papier. Also hättest du gerne noch eine... Einen Weg dran gibt? Nee, ich habe hier einen Weg. Das geht auch nicht. Hätte ich auch gerne noch eine Druckpresse. Oh, die kann ich sogar bauen, die Druckerei. So. Vielleicht kann das ja gar nicht schaden. Indigo ist aber offensichtlich immer noch. Es ist halt brutal weiter Weg von hier unten. Da ist ein Schiff da. Oh, Freaky, wann hast du das geschrieben? Das ist schon länger her, oder? Das Schiff ist ja unterwegs. Eigentlich sollte ich die Insel hier auch noch besetzen. Weil hier noch so viel Platz übrig ist. Die hier genauso. Hier gibt's Rosen. Korsaren greifen eines ihrer Schiffe an. Meine Entermannschaft. Meint sie schneller. Alter, meins ist schneller. Meine Flotte ist völlig unbedeutend, verglichen mit der des ehrenwerten Sultans. So, ihr könnt nicht aufsteigen.
weil euch die Moschee... Meine Flotte ist völlig unbedeutend. Meine Flotte ist völlig unbedeutend, verglichen mit der des ehrenwerten Sultans. Der wiederholt sich. Einer Handelsroute fehlen die Waren. Einer Handelsroute fehlen die Waren? Kannst du eher nicht mehr ausladen, ne? Glückwunsch, Sie haben sich eine Medaille verdient. Oh, wow, 1000 Adelige. Euch baue ich doch gerade gar nicht. Kusanangriff, alt. Squad erfolgreich. Die Noria, der geht's gut. Meine Bilanz wird immer beschissener. Ach Gott, da war ja was. Wo bleibt mein Flaggschiff? Meine Handelsschiffe haben neue Waren aus dem Kaiserreich an Bord. Hallo. Waffen geladen. Egal, wo ist mein Flaggschiff? Ich könnte schwören, ich habe sie hingeschickt. Falsche Insel. Klassiker. Eines ihrer Schiffe wird von Korsaren überfallen. Yo! Wie bringe ich mich am besten ins Plus, indem ich wieder irgendwo anfange? Oh, das war hier bescheuert. Nämlich die City-Ausbau. Aber um die City muss ich mal einen neuen Stadtteil eröffnen. Platz hätten wir hier eigentlich noch ganz gut. Mach mal so mit Wasseranbindung. Hier, habe ganz tief in meinem Geldbeutel gegraben. Die schenkt er mir einfach so, die Kohle? Eigentlich Ehren-KIs, ne? Eigentlich. Fairer Handel. Ich werde dem Sultan von eurer freundlichen Zuwendung berichten. Nein. Was? Steinstraßen. Wow. Okay. Das ist ja fast so sinnlos wie die Oscar-Verleihung.
Ich helfe euch gerne aus. Hier habe ich's verkackt. Nee, richtige Straßen. Come on. So, dann haben wir hier noch ein paar Häuser. Ihr wollt natürlich tolle Sachen haben. Ich brauche, glaube ich, die kleinen Kirchen gar nicht mehr bauen. Ne? Wenn ich eine große setze, ist dann auch fein für alle. Mal gucken, wo wir die dusselig... das passt da natürlich nicht rein. Schade, das war der Plan. Ich den Marktplatz drehe, ist auch nicht cool, ne? Oder auf die Straßen verzichten. Das ist was anderes. Okay, meine Bilanz ist zwar immer noch im Minus, aber das ist jetzt schon besser. Das Zeug können wir auch hier lassen. Jetzt bauen wir mal eben noch die Gebäude, die ich bauen wollte. Dies sind die Baupläne, die ich euch jetzt zur Verfügung stellen kann. Genau, du kannst nämlich jetzt... das habe ich schon gebaut... Fehlt vor allem Salz. Ja, ich sehe schon das Problem. Trotzdem bauen wir mal dich als allererstes. Lukrativ in jeglicher Hinsicht. Lol. Nice. Geld. Danke. Die zweite Salzmine und dann Salinen bauen wir auch noch zwei. Kriegt man die hin am besten? Hier oben irgendwo. Das machen wir vielleicht sogar so. Kriegt man alles auf einen Schlag verbunden. So, und ihr kriegt ja jetzt von extern auch noch Kohle geliefert. Hier kommt sie. Zack, 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 rein damit. Oh, halt. Das sollst du ja eigentlich... Ach, was mache ich denn da? So. Dann, wir sammeln mal wieder die Flotte. Es wird erzählt, dass ihr unserer Bitte gefolgt seid. Das ist ja... Oh, ich bin euch ja so dankbar. Wenn wir gerade viel Geld haben, können wir mal gucken. Ihre Wasservorräte werden knapp. Wegen dem Speicherstadtfundament. Wo war denn das? Ich habe halt keinen Platz dafür. Geht's schon los, ne? Aber wir können uns Platz schaffen. Hallo Lenny! Grüß dich, willkommen in der Zockerlounge. Prost! Ich hätte dann... Oh, hier, ne? Ich muss auch noch einen Palast bauen. Oh, so viel zu tun! Ich liebe dieses Spiel. Einer ihrer Betriebe stellt keine Waren mehr her. Immer dann, wenn ich merke, dass mich ein Spiel... dass ein Spiel mir mehr zu tun gibt, als ich so direkt mal lösen kann und ich merke, okay, hier hängen wir noch ein bisschen länger fest, dann hat es mich so gecasht. Den setze ich dann wohl oder übel? Ich weiß nicht, aber das wäre eigentlich nicht so schlau. Wir machen mal so viele Häuser, wie halt noch gehen. So nah? Würde halt auch...